Hallo, wir sind Max und Leander und sind inzwischen beide Assistenzärzte am Uniklinikum Heidelberg. Und wir möchten jetzt heute mal drüber sprechen, welche Dinge wir aus dem PJ mitgenommen haben, wo wir das Gefühl haben, da profitieren wir noch nachhaltig von. Die haben wir da gelernt und sind auch irgendwie in der Praxis relevant und wichtig, dass wir das da mitgenommen haben. Gibt es da für dich was? Also mir fallen zwei Sachen Ja. irgendwie spontan direkt ein. Einmal die Klassiker halt, Nadeln legen, Blut abnehmen und so. Auch wenn einen das irgendwie nervt während dem PJ und man nicht so, ist schon gut, dass man das eine Zeit lang mehr macht. Also weil jetzt mach ich das, wenn es wirklich doof läuft ja nur, ne? Oder wenn irgendwie die PJler nicht da sind oder irgendwie die anderweitig eingebunden sind und so. Und dann ist gut, dass man diese Erfahrung hat, das zu machen und jetzt da nicht zu stehen und das nicht zu können. Ja. Und das andere, was mir jetzt spontan kam, das ist eigentlich ziemlich bitter, aber auch irgendwie wahr, ist das Betriebssystem, mit dem man arbeitet. Also irgendwie, weil ich denke mir, das hat jetzt ein neuer Assistent bei uns relativ gerade angefangen, der hat ganz anders PJ gemacht. Also, Er und für kennt das den war ISH nicht. erstmal die Ultra-Challenge überhaupt, sich in diesem. Weil sind ja so Systeme, die wachsen mit der Ja, Zeit und es und ist da ja gibt es nicht alles 100 optimiert irgendwie Details und so, ja. und praktisch, dass ich das im PJ schon gesehen hatte, hat, finde ich, den Berufsstand total vereinfacht. Also weil ich einfach wusste, wie ich auf Patientenakten komme, wo ich was einzutragen habe, wie ich was anmelde, wenn wir Untersuchungen gebraucht haben und so. Und das sind eigentlich genau die Sachen, zumindest die einem am Anfang echt das Genick brechen können, finde ich, wenn man mit so einfachen Sachen, wo auch der Oberarzt, der mit einem drin hockt, der das vielleicht auch nicht weiß, weil das nie machen muss, ne? Sonst macht ja immer der Assistent diese Anmeldung. Das sind so das jetzt nicht fachspezifische Sachen, die mir sofort eingefallen sind. Also Also bei dem ersten Punkt gehe ich auch total mit. Ich glaube, also gut, das ist jetzt in der Anästhesie nochmal was anderes, aber letzten Endes sind das ja alles so Sachen, die macht man dann auch häufig in den Fällen, wo es halt irgendwie schwieriger wird. Also zum Beispiel bei uns, da macht ja die Anästhesiepflege üblicherweise oder meistens die irgendwie venösen Zugänge und so Sachen. Und dann fragen die halt nach, wenn da irgendwie Schwierigkeiten auftreten. Und wenn man das nicht vernünftig kann, dann ist es natürlich blöd, wenn man dann da irgendwie mal gefragt wird und man ist so, ja, ich habe da auch gar keine Ahnung von. Ich habe das neulich gemerkt, da hat dann der Chirurg gemeint, oh, ah, die Blase, also da muss man jetzt noch einen Katheter legen. ui. Und ich gucke so den anderen Anästhesisten an. Oh, er ist so ganz entspannt. Ich war so, okay. Habe ich mal aktiv nachgefragt, ja, also was machen wir denn jetzt da deswegen? So, ja, das macht die Pflege. Ich so, ah, puh, zum Glück habe ich so zu ihm gemeint, also ich habe das bestimmt, irgendwann habe ich das mal gemacht, aber ich glaube im Pflegepraktikum oder so. Also ich habe das also seither nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Oder also so in der Theorie schon, aber ich habe da keine Übung oder so. Dann hat er gemeint, ja, das ist in der Tat ein Problem. Das kennt er auch, weil nämlich, wenn das dann nicht funktioniert, dann fragen sie ihn. Und er hat auch gar keinen blassen Schimmer davon, weil er das Ah, halt auch nie klar. macht, natürlich. Und Es macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Also die es jeden Tag 30 Mal machen, sag ich mal, genau. sind ja mit Sicherheit Die, besser drin ja. als du, ne? Genau. Aber Aber über das ist solche Sachen natürlich so eine gibt's. Sache, wo man, also kommt halt mit dem Beruf einher, ne? Also wo man halt sagt, na okay, es ist schwierig, dann soll das halt der Arzt machen. Und also, ja, der ist dann jetzt nicht unbedingt. Ich finde tatsächlich, das ist eine Sache, auf die einen das PJ nicht gut vorbereitet. Also in dem Sinne von, dass du als PJler kannst du es ja immer turfen. Ne? Also, ich mache jetzt auch also Wochenenddienste und Visitendienste und so, und du bist der Einzige im Haus. Ja? Und wenn du das jetzt nicht gelöst kriegst, ist das ganz, ganz schlecht, weil du kannst es niemand anderem geben. Ja? Also du, und ich finde, das ist was auch einfach mit dem als Situation umzugehen, sozusagen. Du bist jetzt da, du hast, was weiß ich, fünfmal verstochen oder so und bist so, okay, wir probieren das jetzt so lang, bis ich aufgebe und einen Anästhesisten suchen muss oder so, was aufwendig wird.
Oh ja. Oder es geht rein, ja. Und irgendwie das ist man ja im PJ noch nicht so in der Verantwortung. Das stimmt. Man kann dann auch irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt hier, das ist hier Schweizer Käse bald, ich lasse es jetzt, da soll jemand das machen, der es gut kann. Und das fällt halt weg, diese Sicherheit. Mhm. Das ist eigentlich was, wo zumindest ich mir am Anfang, also gut, jetzt man wird ja schon überprüft von den Oberärzten, man macht ja wenig ohne Aufsicht am Anfang. Mhm. Aber da denke ich mir manchmal so, ja, muss jetzt halt irgendwie gehen, ja. Ja, das glaube ich. Also eine andere Sache, die jetzt nicht, die jetzt nicht so ein spezieller Skill oder so ist, sondern eher einfach so eine Routine, wo ich im Gefühl hatte, also ich meine, das hat man auch in Formulaturen, dass man Patienten sieht und mit denen irgendwie was auch immer macht, also gerade wenn man jetzt in der Ambulanz formuliert oder beim Hausarzt und so Geschichten. So im PJ ist es nochmal doch mehr so, dass man auch selber irgendwie diese Patienten betreut und anschaut. Und da hatte ich gerade in dem inneren Tertial, als ich da in der Notaufnahme war, da hatte ich das Gefühl, das hat mir schon einfach nochmal geholfen, damit auch mit Patienten, wo ich jetzt eher das Gefühl habe von, also bin ich jetzt der Falsche, um da irgendwie was drüber sagen zu können. Dass man so ein bisschen so eine Struktur hat, dass man sich denkt, okay, ich muss jetzt nach den Sachen gucken, nach dem muss ich gucken, irgendwie, was sind die Basics, die ich irgendwie trotzdem machen kann, auch wenn mich das alles verwirrt hier irgendwie, dass ich trotzdem überleg, okay, welche Sachen sind sinnvoll, irgendwie jetzt im Labor noch anzumelden, dass das halt da ist, okay, brauchen wir da irgendein Röntgenbild? Gibt es irgendwie Medikamente, wo ich schon direkt mal gucken muss, dass die damit irgendwie was zu tun haben könnten? So ein bisschen im Kopf so eine Idee haben. Ja, so sein Schema zu haben. Genau. Auch wo man, wenn es nicht sein Fachgebiet ist, also bei mir ist das jetzt so, als wir haben halt viele Patienten mit Diabetes, ne, und ich bin halt kein Diabetologe, und wenn jemand dann gerade nach OP kriegen die ja oft, was weiß ich, auch Cortison, entweder, also dann klar geht da der Blutzucker durch die Decke und man muss das irgendwie wieder kontrollieren und so, und dann kam halt das erste Mal, ich meine, jetzt irgendwie Blutzucker von 350, ja, was macht der denn sonst so da, ne? Und jetzt hast du halt so ein Schema im Kopf, wenn der so und so ist, mache ich das. Wenn jemand kommt mit Blutdruck 190, weil er Schmerzen hat, dann mache ich jenes. Der braucht dann, und halt, man hat so seine Schemata für verschiedene Sachen. Und ich finde, im PJ hat man das teilweise mitbekommen, aber mir ist auch im jetzt rückwirkend aufgefallen, wie viel die Assistenzärzte so im Hintergrund machen, wo man sich denkt, was mache ich den ganzen Tag? Das ist total komisch, ne? Und das sind ganz viele so Rücksprachen und dass der Patient, der zur Dialyse muss, auch wirklich zur Dialyse geht und dass das alles organisiert ist und dass man mit XY nochmal spricht, wie es denn sonst aussieht wegen irgendeinen anderen Erkrankungen und oder so Sachen, wo ich als PJler immer einfach, das hat sich jemand anderes drum, irgendwie, wenn man jemanden hat, der vor kurzem einen Schlaganfall hatte, wie mache ich das mit der Antikoagulation, wenn der jetzt operiert werden soll? Das sind Sachen, jetzt, auch so nach ein paar Monaten jetzt auf Station, hat man da so seinen Plan, und dann kommen trotzdem die Fälle, wo man überhaupt irgendwie Antiphospholipid-Syndrom, und der Hausarzt sagt, man darf das auf gar keinen Fall absetzen, dann muss man halt den Hämatologen anrufen oder so. Ja. Und auch die... Ja, das fand ich war so ein Punkt, das habe ich auch im PJ ein paar Mal gemacht. Also hat mich der Assistenzarzt gesagt, so, dein Job heute ist jetzt, du klärst für Frau Müller ab, wie XY zu laufen hat. Ich erinnere mich an so einen Fall in der Chirurgie. Ich hatte, da hatten wir eine Patientin, die hatte irgend so eine obskure Muskelerkrankung. Da durfte irgendwie, also das Kalium auf gar keinen Fall so sein, aber auch auf gar keinen Fall anders irgendwie. Und das war ein bisschen schwierig, weil es da verschiedene Subtypen irgendwie gab, und bei dem einen war es dann wichtig, dass es unbedingt irgendwie mindestens so und so viel ist, und bei dem anderen aber auf gar keinen Fall über so und so viel, und also das war irgendwie schwierig abzugrenzen, und sie selber war da auch eher so medium informiert, außer halt, oh ja, mit dem Kalium, das ist irgendwie gefährlich, wusste sie da irgendwie nichts. Und dann, ich habe
Also das in an dem, ich habe glaube ich 7 Stunden herumtelefoniert mit der Uni Mainz, bis ich irgendwann hatte ich da hat sich irgendwie hat sich irgendein Professor so und so gemeldet am Telefon. Der war überhaupt nicht der richtige Ansprechpartner, aber es war der erste Arzt, den ich da überhaupt aus der Abteilung mal dran bekommen habe. Und der hat dann eine Viertelstunde lang mit mir, weil er hat dann gemeint, ja, er guckt mal in den PC und guckt mal, dass er die Unterlagen, die sie da haben, dass er die mir faxt einfach. Und da hat er festgestellt, ah, Faxt auch wieder so er geistig. darf da nicht zugreifen drauf, weil irgendwie die IT-Security, weil es nicht seine Patientin ist, deswegen darf er das nicht. Dann muss er jetzt kurz rüberlaufen zu der Kollegin, die da zuständig ist. Dann meinte ich, ah, okay, soll ich dann kurz in der Leitung bleiben? Er so, ja, klar. Und dann irgendwann höre ich's Rauschen im Hintergrund. Ich so, ja, wo sind Sie denn? Er so, ah, er läuft gerade über den Campus. Er muss gerade einmal ins andere Gebäude. Und er ist halt ernsthaft eine Viertelstunde über diesen Campus gelaufen, um mir da zu helfen, weil ich halt so meinte, ja, also, Herr Professor, wie auch immer, also, wenn Sie mir die Nummer direkt geben könnten von der Person, das wäre wirklich sehr lieb, weil bisher konnte mir das irgendwie niemand mir weiterhelfen und ich bin jetzt seit heute Morgen um 8:30 Uhr am Telefon, deswegen, und es ist 15 Uhr. Und Das hat er sich erbarmt, diese dann war er arme so, Seele. ich gehe persönlich rüber, ist okay. Und da dachte ich, ja, also, genau, das war auch so eine Situation, wo man halt, also, häufig passiert sowas eben im Background und ich glaube, wenn man im PJ ist und sowas mitbekommt, dann ist es gar nicht blöd, wenn man da ein bisschen, Wenn man sagt, nee, da kümmere ich mich jetzt, ja, dass man entweder das das mal oder lernt. zumindest irgendwie versucht, dann, ne, mitzubekommen, ja, was wurde da jetzt gemacht, wie wurde das gelöst, keine Ahnung, da wurde der Hausarzt angerufen oder da hat man irgendwie in der Abteilung nachgefragt oder jemand hat es einfach gegoogelt und dann gedacht, ja, wir machen es so und so. Also nur damit man da vielleicht, wenn man dann selber mal in der Situation ist, irgendwie eine Idee hat, was jetzt so die Möglichkeiten wären. Ich finde, das ist ja auch was, wo ich auch habe, ne? Also dass mich irgendwelche anderen Leute von anderen Fachabteilungen anrufen und so sind. Also wir haben jetzt einen, der sagt Der hat irgendwie, Augen. der ist irgendwie ganz unglücklich und der hat ganz arge Schmerzen und das Auge ist feuerrot und Ja. man sagt ihm, ja, dann taste halt mal, ist das viel, viel härter als das andere? Ja, ist es. Und so, okay, dann schick ihn rüber, weil dann hat er wahrscheinlich einen Winkelblock oder einen Glaukomanfall oder was weiß ich. Und dann sind die auch einfach so total dankbar, schon wenn du einfach am Telefon bleibst und zumindest, weil dann kannst du es auch eingrenzen, wenn du zwei Fragen stellst Klar, und der ist so, boah, keine Ahnung. Ja. Das werde ich auch immer, sage ich einmal, dann war jemand wo man da eine digital-rektale Untersuchung machen musste und ich war so, das habe ich gemacht, bevor ich angerufen habe. Ja, und dachte, ich bin gut vorbereitet, hat mich irgendwas anderes noch gefragt. Dann, ah, ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, Ah, aber shit. es passt schon, Ja. er kommt vorbei. Ja. Ja. Und das Ja. ist eigentlich auch ja, sowas eine Chance im PJ, wenn so Patienten kommen, wo man sich denkt, Ist kompliziert. ui, Käme ich also jetzt nicht mit klar, ja. ja, dass man dann sagt, nee, komm, da bleibe ich mit dran. Das habe ich im PJ, muss ich sagen, hätte ich das rückwirkend gerne öfter gemacht. Also Ja, ich gesagt, ich auf jeden habe das Fall. schon ab und zu gemacht. Also ich weiß noch, als ich innere PJ hatte in Zürich, dann war ich auch einige Wochen sozusagen Immunologie-PJler oder so. Ja, sie haben ganz wenige Patienten, die haben gar keine Station, sondern die haben eher so die, wo halt überall, da liegt einer auf der Kardiologie, der ist auch immunologisch angeschlossen oder angebunden und dann kümmert man sich um den halt. Ja, und da habe ich zwei Patienten am Tag betreut und das war so aufwendig, weil man kann bei denen den Infekt nicht normal behandeln, weil da kommt gar nichts vom Immunsystem und da hilft nicht die bakteriostatische Therapie, die man sonst macht und man muss die Fourth-Line-Therapie machen und gerade diese Fälle sind die, wo man nicht, da geht es auch gar nicht darum zu wissen, was man machen muss, sondern nur, wie du rangehst, es rauszufinden, was du tun kannst und wer am ehesten eine Chance hat, das zu wissen. Ja, das sind dann halt solche Spezi-Patienten, ja, wo man halt einfach gucken muss, wie man dran geht. Ich glaube, das wäre was, wenn jetzt jemand im PJ ist und das anguckt, such dir morgen das Giga-Ei, wo du weißt, hier gibt es viele Fragen, viele offene Sachen und probier's. Ne? Also weil. Ja, also das ist, glaube ich, was, also irgendwann muss man das auf jeden Fall lernen. Ja, und ich Und es meine, ist gut, wenn man so ein bisschen, ja, in so einer Situation, wo man auch nicht,
wirklich irgendwie gefordert ist, sondern wo man da aus Interesse mal sich irgendwie mit beschäftigen kann und nicht, weil es halt irgendjemand machen muss. Ja, und ich glaube, das, und dann sind, also natürlich gibt es viele fächerspezifische Sachen, ne, Klar. die man, keine Ahnung, wenn man in der HNO irgendwie spiegeln lernt oder bei uns Augen-Hintergrund spiegeln, wenn du das schon kannst, sonst bist du halt aufgeschmissen am Anfang, ne. Klar. Aber es gibt halt auch so Sachen, oder was mich immer beeindruckt hat, wenn ich dann da irgendwie in der Notaufnahme war in Zürich oder so, hat ein Patient einen Blutdruck von 210 zu 140, ich war, oh mein Gott, 210 zu 140, gut. Also, jetzt überlegen, hat der irgendwelche blutdrucksenkende Medikamente? Und die sind trotzdem einfach, wie man merkt, es geht jetzt trotzdem nicht um die Sekunden, sondern es geht um eine gute Lösung. Ja? Und das hat mir damals immer imponiert, oder das habe ich im PJ mitgenommen, dass man nie Nicht hauruck, so hektisch also irgendwie ja, sein auch muss, wenn ne? jemand einen Krampfanfall hat, bringt dann hektisch auch nichts. Ne? Dann muss man sich überlegen, okay, gut, jetzt machen wir das. Ja? Und ich finde, das ist eigentlich das, was man im PJ machen sollte. Ne? Also, auch wenn sich das Nadelnlegen und so blöd anfühlt, mach's einfach. Das ist wichtig, dass man das kann, wenn du undankbare Aufgaben kriegst für irgend so einen Patienten, wo einfach, das mache ich auch manchmal. Wir haben ja auch PJler. Ne? Und manchmal sage ich zu einem, jetzt bitte, um Gott, ich bin ja gerade Stationsarzt sozusagen. Setz dich hin und find mit diesem Menschen einfach raus, was nimmt er überhaupt an Medikamenten? Der kam jetzt notfallmäßig und ist jetzt auf Station. Oder sprech mit dem Hausarzt, ruf da an und so. Und das sind Sachen, die kannst du fast manchmal gar nicht leisten. Also, weil du hast so viel Patienten und musst so Klar, viel ja. anderes beurteilen. Und wenn es halt niemand dir abnimmt, musst du es halt machen. Und dann schreibst du halt einen Arztbrief, während du in der Warteschleife irgendwo hängst. Ne? Also, so ist dann der Alltag, aber. Als Piotr, das wäre so, glaube ich, die eine große Chance und auch was Wichtiges. Genau. Ich hoffe, vor allem, wenn ihr noch nicht PJ hattet oder gerade im PJ seid, dass ihr da was mitnehmen könnt. Wenn ihr noch andere Videos anschauen wollt von uns, dann dürft ihr gern links und rechts hier drauf tippen oder klicken. Und ansonsten uns auch gerne noch abonnieren. Damit ihr auch die nächsten Videos mitbekommt. Bis dahin, erstmal eine schöne Woche. Ciao. Tschüss!